So einfach geht es. Die Lumpenpuppe. Untersuche das Bild. Anscheinend von einem Kind. Seltsam. Eine Puppe. Auf dem Bild liegt sie in einer Wiege. Vielleicht sollte ich eine suchen. Ja. Okay. Hier irgendwo eine Wiege gesehen? Nee, oder? Stell das bitte hin! Das ist Blut! Nicht verschütten, bitte! Mann, hier ist es so dunkel. Ja, so ist es viel besser. Viel besser. Aber so ein Rippchen habe ich auch trotzdem nicht gesehen. Ich lege die Puppe ins Bettchen. War das Bettchen denn unten? Ich guck noch mal hoch. Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Soll ich dir hier ins Bettchen nehmen? Ich soll aufhören so zu stören, ey. Da ist das Kind. Das ist Bettchen. Speichern wir mal. Noch ein Meisterwerk. Ein Ofen, ein verrußter Rost. Hurra, ein Rätsel. Im Keller war doch ein Ofen. Vielleicht finde ich da den nächsten Hinweis. Schreit doch förmlich danach. White Snowman 21, welcome to the stream. White Snowman, hallöchen, einen wunderschönen guten Morgen. Hab ich dich erschreckt? Stimmt's? Du warst erschrocken. Ein großer, tapferer Mann hatte Angst vor der kleinen Sarah. Ist das dufte? Ich würde das nicht machen, Sarah. Vielleicht erschreckst du mal jemanden derart, dass er dir was antut. Warum sollte mir jemand was antun? Darf man sich nicht mehr amüsieren? Was spielst du denn? Die Frau ist eingeschlafen. Und ich habe ihr ein paar fürchterliche Träume geschickt. Ich weck sie auch nicht. Das könnte ich. Lustig, nicht? Sehr lustig. Aber ich muss mit der Träumerin reden. Lass sie doch bitte aufwachen. Klein Sarah will nicht, dass sie aufwacht. Klein Sarah will spielen. So wie du spielst, ist es nur für dich lustig. Weil du ein Langweiler bist. Ihr Menschen seid alle Langweiler. Du verschaffst der Träumerin Albträume und lässt sie nicht aufwachen. Warum quälst du sie? Ich quäle niemanden. Albträume sind toll. Vor allem, wenn das große Huhn mich jagt. Es hat so rote... Warum lebst du in einem Geisterhaus? Ich verrate dir ein Geheimnis. Es spukt hier überhaupt nicht. Ich tue nur so, damit das alle denken. Das Haus stand so leer rum. Da bin ich eingezogen.
Dann hat's der Großkotz von der Bank gekauft. Ich mag Bankiers nicht. Erst recht nicht als Mitbewohner. Und so habe ich ihn erschreckt. Du hast ihn wirklich arg erschreckt. Sieh mal, er hat so viel bezahlt für das Haus. Da gibt er nicht einfach auf. Du musst dir was anderes suchen. Will ich aber nicht. Will nicht, will nicht. Billig, willig. BB Uzi. Treffen wir eine Vereinbarung. Sag mal, Novigrad ist kein Ort für einen Göttling. Aber wenn du hier leben willst, bitte, lass uns eine Abmachung treffen. Eine Abmachung? Lass die Träumerin in Ruhe. Und ich sag dem Bankier, dass man das Haus nicht von seinem Fluch befreien kann. Das würdest du ihm sagen? Und wenn er dir nicht glaubt? Ich bin ein Hexer. Er wird mir glauben. Ja, ja, ja. Ich verspreche dir auch, dass ich deine Freundin ganz und gar in Ruhe lasse. Du bist schrecklich nett, weißt du das? Das höre ich nicht oft. Danke. Dann weck die Schlafmütze auf. Ich mach nichts. Sie wird aufstehen. Na dann, bin mal gespannt. Hör bloß auf jetzt, du hast es mir versprochen, du kleines Miststück. Na, Hallöchen, du kleine. Wer bist du? Sieht ein bisschen aus wie Triss, nur mit anderen Haarfarben. Gott schickt mich. Götter, grässliche Albträume. Ich sollte die Geschichte des Hauses träumen, aber stattdessen sah ich hungrige Möbel, die mich fressen wollten. Ich weiß, es hört sich albern an, aber der Traum, jetzt zieh dir erst mal was an hier. Und gar nicht komisch. Mensch. Das war ein Göttling. Sie wollte allen weismachen, dass es in diesem Haus spukt. Sie hat auch deine Träume mit ihren Scherzen garniert. Und du konntest mich wecken? Ach, welch ein Glück. Wir Hexer haben uns getroffen. Ich danke dir vielmals. Diese Träume waren fürchterlich. Kann ich mich revanchieren? Kannst du. Ja. Ich suche nach einer jungen Frau, die in Novigrad gesehen wurde. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber zuerst muss ich den Kopf frei bekommen. Er ist nach diesen absurden Träumen wie voller Spinnenweben. Triff mich im Goldenen Stör. Da habe ich ein Zimmer. Gut. Wir sehen uns dort. Was hat die denn überhaupt hier gemacht? Einfach nur da rumgelegt? Gepennt oder was? Na dann gehen wir jetzt in den Goldenen Stör und knallen die Alte halt da. Ist mir doch egal. Ich will jetzt knattern. Ich sah Fräulein Corinne gehen, aber sie wollte nicht mit mir sprechen. Ist das Problem gelöst oder ist das Gegenteil der Fall? Eigentlich beides. Ein Dämon hatte sich Corinnes bemächtigt. Ich konnte sie befreien, aber im Haus spukt es noch immer. Hat sie die Geschichte des Hauses geträumt? Ja. Recht scheußlich offenbar. Sie wollte gar nicht drüber reden. Hier sollte niemand wohnen. Ach, weil sie die Träumerin ist. Jetzt verstehe ich das erst. Naja, ich lande schon nicht im Armenhaus. Tja. Sorry. Mann, ich wollte doch einfach nur die eine Quest noch machen. Jetzt hänge ich schon wieder hier. Es ist schon wieder 3:30, Alter. Jesus fucking Christ. Mach Platz. Der Witcher kommt. Kann ich verstehen. Wenn sie große Brüste hat, dann ist das ja mal ein Argument. Na, guck mal, hier gibt es noch ganz viele Nebenquests, so. Künstler gesucht. Ich suche einen Porträtmaler, der ein Bildnis meiner geliebten Tochter anfertigt. Das Porträt dient der Finalisierung des Verlobungsvertrags mit einem jungen Mann aus Kovir. Hinweis: Das Werk sollte kein übertriebenes Gewicht auf Realistik legen, sondern vielmehr den Charakter meines Lieblings versinnbildlichen. Martin Erhard. Vorsicht, Schwindler! Gute Novigrader, lasst euch sagen und sagt allen weiter, dass Klaus Vetterling ein Lügner, Betrügner und Schwindler ist. Seine Haarwuchswunderform ist nichts als mit Fliederauszügen gefärbtes Bohnenwasser aus den Scherben und
ihr Konsum habt keine anderen Folgen als schwere Durchfälle, die einen Tag und Nacht auf die Natrinken stürzen lassen. Eine Tatsache, die persönlich verständlich das Zeug nicht verjüngerte. Wenn dieser Empfehlende kann, dann wäre ich aufgerüstet. Dann kauft ihm nichts ab. Dann empfehle ihm sein eigenes Bitter zu trinken. Volk, Oliga. Warnung an Neuankömmlinge. Neuankömmlinge seien hiermit gewarnt, dass in Novigrad das ewige Feuer und nichts als das ewige Feuer verehrt wird. Jede andere Religionsausübung gilt als Akt der Ketzerei und wird im vollen gesetzlich vorgesehenen Umfang, also durch öffentliche Verbrennung, bestraft. Namentlich sind das Tragen anderer Göttersymbole, das Durchführen von Ritualen zu Ehren anderer Götter und das Predigen anderen Glaubens verboten. Seine Exzellenz Gius Engelkind Himmelfahrt, Hierarch des ewigen Feuers. Gewinnt an alle Quidditch-Spieler. Der Zwergmagier Vivaldi ist ein Betrüger und Kartenzinker. Mit typischen Anderlingstricks hat er mich besiegt und danach ohne Umschweife meine Karten verlangt, ohne mir die Gelegenheit einer Revanche zu geben. Wer gegen ihn antritt, ist selber schuld. Ein Wohlmeinender. Kaufe Bücher, ich kaufe Bücher. Der Inhalt ist nicht wichtig, solange sie in gutes Leder gebunden und mit Gold versehen sind. Ich möchte sie in meinem Salon präsentieren, um meinem Domizil Gravitas und Feinde zu verleihen. Helmut Altberg, Bombohändler. Auftrag der Tempelwache der freien Stadt Novigrad. Mit Getreu der Flamme. In den vergangenen Tagen sind einige Offiziere der Tempelwache auf grausamste Art zu Tode gebracht worden. Es wurde umgehend mit Nachforschungen zur Aufklärung des Verbrechens begonnen. Der Täter wird alsbald den eisernen Griff der Justiz am Halse spüren. Wer der Wache helfen kann, den oder die Mörder zu stellen und zu bestrafen, soll sich sofort beim nächsten Wachposten melden. Es ist eine Belohnung vorgesehen. Ebenso sei hiermit kundgetan, dass jeder, der diesen Banditen hilft oder Hinweise im Zusammenhang mit diesen Verbrechen verschweigt, mit Folter, Einkerkerung oder sogar dem Tod bestraft wird. Feldwebel Gilbert Witschke. So, Corinne, jetzt aber. Gib mir den Mund. Mitzack. Mitzack. Aber hier stinkt doch. Irgendwas stinkt. Okay. Und ist trotzdem nachts nicht sicher. Kein Becher schmeckt besser. So, Corinne, meine Liebe, wo bist du denn? Ich bin schon ganz. Hallöchen. Hier träume ich. So eine Seance wie diese habe ich noch nie gesehen. Geschweige denn an einer teilgenommen. Ich werde dich leiten. Zuerst müssen wir mentalen Einklang finden. Ich stelle dir Fragen, du beantwortest sie. Es ist wichtig, dass du die Wahrheit sprichst. Suche die Antwort in deinem Herzen. Ich bin bereit. Fangen wir an. Erzähl mir zum Start, was du mit diesem Mädchen verbindest. Wozu? Brüste, Arsch. Bitte mach es einfach. Ja. Ich brauche die stärkste, vollständigste Erinnerung, die du hast von... Ciri. Der Name dieses Mädchens ist Ciri. Ciri wurde während des Zweiten Krieges mit Nilfgaard zur Reise. Ich wusste nichts mit einem so kleinen Mädchen anzufangen. Also tat ich das, was ich mit einem Jungen tun würde. Ich brachte sie nach Kaer Morhen. Etwas Ausdauer, Kraft und Schwertkampftraining würde ihr schon nicht schaden. Ich weiß noch, wie sie auf einer bröckeligen Mauer stand. Ein Stein löste sich. Sie verlor den Halt. Ich konnte sie gerade noch auffangen. Meine stärkste Erinnerung ist aber diese. Eines Tages kam sie aus ihrem Zimmer. Sie trug ein Kleid und sagte, sie fühle sich unwohl. Da wusste ich, dass Ciri erwachsen wurde. Es war unvermeidbar. Ich konnte gar nichts dagegen tun. Verstehe. Willst du mir noch mehr sagen? Ja, du hast wunderschöne Brüste, meine liebe Dame. Nein. Machen wir weiter. Du sagtest, dass das Mädchen Fähigkeiten hat. Erzähl mir davon. Sie ist ein Kind vom älteren Blut. Eine Tochter der blutigen Falka? Der Rebellin, die auf dem Scheiterhaufen verbrannte? Der Prophezeiung nach wird der Weltenzerstörer aus dem verfluchten Blut des Unruhestifters wiedergeboren. Reine Legende. Und wann wird eine Legende zur Prophezeiung? Wenn sie Anhänger